Notstand fürs Klima. Nach einer Handvoll deutscher Städte will auch Ludwigsburg den sogenannten Klimanotstand ausrufen. Aber was bedeutet das für die Bürger? Weltrekordversuch in Esslingen. Der SSV will den neuen Schwimmweltrekord im Freistil in der 1000x50 Meter Staffel knacken. Das gelingt nicht ganz. Dafür gibt es aber einen anderen Weltrekord. Und Endspiele zum Klassenerhalt. Die Tennisdamen des TEC Waldau sind am Wochenende doppelt gefordert und müssen zwingend gewinnen. Und damit herzlich willkommen zum Journal hier bei Regio TV. Das Sehnachtsfest in Konstanz hat über 65 Jahre Tradition, ein riesiges Feuerwerk und zieht jährlich zehntausende Besucher in die Stadt. Damit soll jetzt aber Schluss sein. Konstanz hat im Mai als erste deutsche Stadt den Klimanotstand ausgerufen und das ist eine der ersten Konsequenzen. Auch Ludwigsburg will den Klimanotstand ausrufen, aber was bedeutet das eigentlich? Etwas Böses rast auf uns zu. Es ist überall und es tötet. Langsam. Umweltverschmutzung. So sieht eine Stadt aus, die einen Klimanotstand nötig hat. Nein, wir reden nicht von Stuttgart, sondern von Ludwigsburg. Und doch gibt es Menschen, die hier noch leben wollen oder eher müssen. Was halten die Ludwigsburger vom geplanten Klimanotstand? Ich finde, das braucht es überall. Also nicht nur in Ludwigsburg. Wenn das so weitergeht, dann geht die Welt kaputt oder die Erde geht kaputt und das muss nicht sein. Naja, dass die Kinder der Kinder nachher auch noch eine gute Stadt haben, ein gutes Stadtgefühl. Das dringt auch ins Rathaus vor. Der Ludwigsburger Oberbürgermeister unterstützt einen entsprechenden Antrag der Grünen im Gemeinderat. Aber Klimanotstand, was heißt das eigentlich? Ein Klimanotstand, das auszurufen, ist einfach ein Signal. Das ist ein politisches Signal. Das heißen soll, Leute, die Sache ist brisant. Achtet darauf. Also jetzt ist kurz vor 12 und jetzt müssen wir mit der Breite der Gesellschaft, jeder muss sein Verhalten auf den Prüfstand stellen. Wir sind alle ein Teil des Problems. Wir müssen alle Teil der Lösung werden und darum geht es jetzt. Klimanotstand heißt aber auch, die Stadt muss dann bei jeder Haushaltsentscheidung prüfen, wie die mit den gesetzten Klimazielen zusammenpasst. Das betrifft dann zum Beispiel den Bau von städtischen Gebäuden wie Schulen, aber auch die Stromversorgung und Mobilität. Damit kennt sich die Ludwigsburger Energieagentur aus. Sie berät Kommunen zu Klimaschutzkonzepten und bewertet den Schritt positiv. Das heißt, es bedeutet natürlich auch einen Zuwachs an Aufgaben, der aber durch Kostenersparnis und eine Förderung seitens Bund und Land bisher eigentlich immer ganz gut aufgefangen wurde. Also es ist nicht so, dass uns Klimaschutz jetzt massiv Geld kostet, sondern es kostet uns in erster Linie den Mut, anders zu entscheiden. Kommen sollen konkrete Entscheidungen in der zweiten Jahreshälfte, damit der Himmel über dem Ludwigsburger Schloss auch in Zukunft so strahlend blau bleibt. Die Wasserballer des Schwimmsportvereins Esslingen haben versucht, den Weltrekord im 1000x50 Meter Freistilschwimmen zu knacken. Voller Elan sind die am Wochenende ins Becken gesprungen, aber auch mit Erfolg. Caroline Heinrich kann diese Frage beantworten. Nochmal tief Luft holen und Sprung. Im Vereinsbad des Schwimmsportvereins Esslingen soll der Weltrekord gebrochen werden. Den hält bislang Japan und beeindruckt damit. 1000x50 Meter im Freistil. In unter 8 Stunden und 4 Minuten. Das gilt es jetzt zu schlagen. 38 Schwimmer, darunter Wasserballprofis und Amateurschwimmer, schwimmen, was das Zeug hält. Ich glaube, es gehen hier alle an die Grenzen oder drüber hinaus. Also es ist schon Wahnsinn, wenn man da zwischen 20 und 30 Mal die 50 Meter nahezu 90% Gas geben muss, das ist schon ein relativ sportliches Unterfangen. Ja. In der Staffel sollen die insgesamt 50.000 Meter bezwungen werden. Carola Oszulik, Präsidentin des Wasserballvereins, zieht Zwischenbilanz. Wir liegen momentan ein bisschen hinterm Weltrekord. Es ist noch machbar, jetzt müssen sie aber noch mal schneller schwimmen. Und ich bin saumäßig stolz auf die ganzen Jungs, die machen einen mega guten Job. Einer ganz besonders. Dustin Böhm holt sich nebenbei den Weltrekord im Fußwärtsschwimmen. Sieht komisch aus, hat's aber in sich. Schon ein krasses Gefühl, schnellste auf der Welt zu sein. Oder schnellste Dokumentierter und ich bin in 47,5 Sekunden die 50 Meter geschwommen. In der Gruppe konnte der Rekord nicht geholt werden. 10 Minuten waren die Schwimmer zu langsam. Aber der Europarekord, der geht nach Esslingen. Danke für den Tag.
Nicht für einen Rekord, sondern einfach nur für mehr Farbe in der Stadt sorgen seit einigen Wochen Schüler in Ludwigsburg. Heute ist das Projekt fertiggestellt worden und dazu jetzt mehr in unseren Kurznachrichten. Ein paar letzte Pinselstriche und die Fußgängerunterführung in der Stuttgarter Straße in Ludwigsburg hat einen neuen Look. Seit Anfang des Schuljahres haben die Kunstprofilklassen des Mörike-Gymnasiums dieses Projekt geplant und fleißig die Wände bemalt. Unter anderem mit politischen Botschaften zum Klimaschutz, zur Flüchtlingskrise oder mit Sehenswürdigkeiten wie dem Ludwigsburger Schloss. Alkohol, Zigaretten und Computerspiele sind für viele Beschäftigte in Baden-Württemberg ein Problem. So geht es aus dem aktuellen DAK-Gesundheitsreport Sucht 4.0 hervor, den die Krankenkasse heute in Stuttgart vorgestellt hat. Unsere Analyse zeigt, dass in Baden-Württemberg 823.000 Erwerbstätige sind nikotinabhängig. Das ist jeder achte Beschäftigte in Baden-Württemberg. Jeder 13. trinkt riskant Alkohol. Etwa 400.000 betreiben riskantes Gaming. Dieser Konsum führt bei vielen Arbeitnehmern zu einer erhöhten Zahl an Fehltagen im Job, auch wenn Substanzen wie Alkohol und Tabak selten Teil der Diagnose auf Krankschreibungen sind. Als Reaktion auf die Reportergebnisse startet die DAK ein neues digitales Präventionsprogramm, um Betroffenen zu helfen, den Alkoholkonsum zu reduzieren. Tor auf im Porsche-Entwicklungszentrum in Weissach. Nach knapp 2 Jahren Bauzeit wurde hier die Zielflagge geschwungen für die sogenannte Nordpforte. Der neue Zugang- und Empfangsbereich soll unter anderem externen Dienstleistern und Besuchern die Zufahrt zum Entwicklungszentrum erleichtern. Dort, wo ab dem kommenden Jahr der erste elektrisch angetriebene Sportwagen des Autoherstellers in Serie geht, der Porsche Taycan. Die bisherige Saison in der Damen-Tennis-Bundesliga ist für den TEC Waldau bislang nicht wie gewünscht verlaufen. Aber das Gute ist, die Damen haben den Klassenerhalt noch in der eigenen Hand. Wie optimistisch sie an diese Aufgabe herangehen, dazu gleich mehr nach einer kurzen Pause. Herzlich willkommen zurück. Während in Paris aktuell noch die French Open gespielt werden und auf der Anlage des TC Weißenhof der Mercedes Cup in den Startlöchern steht, geht es in der Damen-Tennis-Bundesliga an diesem Wochenende um alles. Wer wird Meister, wer steigt ab? Der TC Waldau steckt leider dabei mitten im Abstiegskampf. Thomas Bürkle hat in seiner Funktion als Geschäftsführer des TEC Waldau und Mannschaftsführer des Damenteams schon einiges erlebt. Mit einer Ausnahme spielt die Waldau seit 25 Jahren erstklassig. Aktuell muss man aber um den Klassenerhalt kämpfen. Das Team um Mona Bartel steht auf dem vorletzten Tabellenplatz. Dass wir gegen Bad Vilbel und Essen Außenseiter sind, war klar. Das Spiel, was wir unbedingt gewinnen müssen gegen Dresden, haben wir Gott sei Dank hier in einem Krimi gewonnen. Aachen am Anfang war ein bisschen unglücklich, dass wir ohne Friedsam spielen mussten. Dies war eigentlich das Spiel, was wir noch hätten gewinnen sollen. Jetzt stehen wir mit dem Rücken zur Wand, keine Frage. Diese Situation kennen wir. Das war in den letzten Jahren leider auch nicht viel anders. Wir haben es in der eigenen Hand. Wir können noch 2-mal gewinnen in Hannover und hier zu Hause am nächsten Sonntag gegen Karlsruhe. Insofern haben wir es noch in der eigenen Hand, sind nicht von irgendjemandem im Moment abhängig. Das ist das, was positiv stimmt. Aber klar, die Niederlage am Sonntag, vor allem in der Höhe nach dem Einzel, war durchaus ein bisschen ernüchternd, keine Frage. Große Bedeutung wird vor allem das Spiel am Freitag in Hannover haben. Die stehen aktuell noch hinter Stuttgart, haben letztes Wochenende mit 0:9 in Karlsruhe verloren. Doch das ist die Krux der Liga. Am Freitag wird Hannover ganz anders aufgestellt ins Rennen gehen. Dann gibt es Mannschaften, die nur auf ein paar Spiele setzen. Komischerweise setzen sie immer auf die Spiele gegen uns. Das ist auch seit Jahren so. Man muss sich da echt überlegen, ob unser Thema mit dem Stuttgarter Weg, dass wir eben 3-4 Deutsche spielen lassen wollen bei jedem Spiel, das macht uns ausrechenbar und deswegen spielen die Mannschaften gegen uns eben stärker als gegen andere. Das ist schade, dass es so ist, weil für die Bundesliga wäre es halt schon schön, alle Mannschaften würden immer gleich spielen. Das ist halt ein Wunschtraum, der auch aus finanziellen Gründen leider nicht realisierbar ist. Positiv stimmt den Geschäftsführer des TEC Waldau die Nachricht, die heute auf der Sonnenterrasse des Clubhauses per SMS aus Paris von den French Open kam. Wir werden mit der dreifachen Grand-Slam-Siegerin Katarina Siniakova, die im Moment Nummer 1 im Doppel ist, gerade in Paris gegen Osaka gewonnen hat in der dritten Runde. Die hat mir zugesagt, am Sonntag hier zu spielen. Es lohnt sich also auf jeden Fall, am Sonntag ab 11 Uhr gegen Karlsruhe hier auf die Waldau zu kommen. Spitzentennis ist am Sonntag auf jeden Fall garantiert. Vorbeischauen lohnt sich. Und Regio TV verlost 3x2 Eintrittskarten für das Spiel. Senden Sie uns einfach eine E-Mail mit Ihrem Namen an verlosung@regio-tv.de.
Also, dann wünschen wir den Damen doch viel Erfolg, dass das mit dem Klassenhalt auch wirklich klappt. Hier gibt es gleich eine neue Ausgabe von M3, unserem neuen Wirtschaftsmagazin, immer stündlich um 17:15 Uhr. Und Wirtschaft ist vielleicht auch ein gutes Stichwort fürs Wetter. Das schreit ja fast nach Biergarten. Ich wünsche Ihnen schon mal einen schönen Abend. Tschüss, machen Sie es gut. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Der Mittwoch wird wieder ein heißer Hochsommertag, jetzt Anfang Juni, wo wir eigentlich normalerweise die Schafskälte hätten. Es geht erst einmal los mit viel und strahlendem Sonnenschein und die Temperaturen klettern auf Höchstwerte von 29 bis 33, vielleicht sogar 34 Grad. Im Laufe des Nachmittags und des Abends bilden sich über der Alb, dem Schwarzwald und Richtung Vogesen erste Schauer und Gewitter und die können unwetterartig ausfallen. Rund um Stuttgart ist es ein sonniger und heißer Tag mit 33 Grad im Stuttgarter Kessel. Richtung Freudenstadt, also Richtung Schwarzwald, sind es knapp 30 Grad. Es fühlt sich aber überall hochsommerlich an, so auch auf der Alb und an der Donau. Es werden allerdings dann später über der Albhochfläche Quellwolken entstehen und aus diesen entstehen dann erste teils heftige Gewitter, hauptsächlich Richtung Abend. An der Donau bleibt es meist trocken mit Temperaturen von um die 30 Grad und knapp darüber. Und es wird richtig heiß. Am Bodensee ist es ebenfalls sonnig und heiß. Bei Temperaturen von über 30 Grad. Später bilden sich von Villingen, Schwenningen und Tuttlingen her erste Schauer und Gewitter. Und diese Schauer und Gewitter werden dann in der Nacht auf Donnerstag über uns hinwegziehen. Der Donnerstag bringt eine ordentliche Delle bei den Temperaturen. Es sind dann rund 17 Grad mit vielen Wolken und noch ein paar Schauern. Der Freitag beginnt sonnig und warm, dann folgen Schauer und Gewitter. Und das Pfingstwochenende beginnt holprig und wird dann netter und wärmer.